Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am letztes Montag. Wir spielen heute, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, aber irgendwie so Okujira. Irgendwie so ein japanisches Spiel und es geht um einen Wal. Ja, zerschmettere sie alle oder so stand da. Tippe zum Spielen. Hilfe, Grundlagen. Tippe auf den Bildschirm zum Springen. Du kannst in der Luft zweimal springen. Tippe länger, um weiter und höher zu springen. Versuche auf Dächern zu landen. Okay. Tippe auf den Tauchenknopf, um dich auf Feinde und Gebäude fallen zu lassen. Oder um von Dächern herunterzukommen. Auf den Tauchenknopf. Oh oh. Ich glaube, das geht ganz einfach, wenn man es einfach testet. Die Beschreibung ist meistens komplizierter als das Spiel selbst. Arcade-Modus. Sammle die Diamanten. Eine vollständige Gruppe wirft einen Bonus ab. Zerschmettere die außerirdischen Roboter. Deine Schwanzflosse ist deine Hauptwaffe. Zerstöre mehrere Feinde auf einmal, um einen Kombi-Bonus zu erhalten. Du erhältst extra Punkte für die zurückgebliebene Strecke. Okay. Was? Wieso bin ich denn direkt tot? Was? Hallo? Ah, okay, ich verstehe. So geht's immer nach vorne, okay. Versuche es, tippe auf den Tauchenknopf. Und dann? Hä? What the fuck? Wo ist denn da ein Feind jetzt hier? Seht ihr einen Feind? Ich sehe noch gar nichts. Da? Ah! Ah, ich verstehe, aber wie kommt man wieder hoch? Hm, die Werbung konnte man zum Glück schnell skippen. Bin jetzt auch oft gestorben, ich Idiot. Zurück zum Spiel, hallo? Will spielen. So, okay. Zack, zack und bam. Und dann hoch, hoch. Hm? Hm? Heaven ist verwirrt. Wie können wir die Häuser kaputt machen? So, wir springen. Also von Dach zu Dach. Oh, da sind Aliens. Oh, okay. Bam. Und da ist noch eins. Bam. Und da ist noch eins. Und bam. Die machen wir jetzt schön kaputt. Und da sind Diamanten. Die sammeln wir schön ein. Zack. Ah, wofür brauchen wir denn den Tauchknopf jetzt? Bam. No, dann sterben wir doch sofort. Mein armer Wal. Darf nicht sterben. Verstehe den Tauchknopf noch nicht so ganz. Lesen wir uns gleich nochmal durch bei Hilfe. Ansonsten können wir eigentlich von Dach zu Dach die ganze Zeit springen. Da haben wir alle bekommen? Ich glaube schon, oder? Ja, die Diamanten haben wir gut alle bekommen. Jetzt runter. Ah, ich glaube nur so ein bisschen. Ah, okay, ich verstehe. Dann müssen wir uns direkt wieder hochziehen. Und dann können wir so bam und dann wieder zum nächsten. Ich verstehe. Wir dürfen nur nicht auf den Boden kommen. Wow, sind wir so ganz fett. Holy, da machen wir die automatisch direkt kaputt. Damn. Macht irgendwie Spaß. Einfach alles vernichten, das können wir gut, ja. Schnell zum nächsten. Oh oh. So, wir sind noch am Leben. Gott sei Dank, irgendwie. Und jetzt machen wir wieder alles sofort kaputt. Wow, wieso kriegen wir jetzt diesmal alles kaputt? Nein! Oh, aber es war gut. Das war schon mal eine Erfahrung. Okay, Shop. Was können wir denn kaufen? Kraftfeld. Gummiknochen. Lebenskraft. Wir brauchen aber erstmal mehr von denen. Ja, machen wir weiter. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Aber es gibt auch Level. Japan, USA, mehr Sterne erforderlich. Okay. Können wir es trotzdem schon machen? Nee. Und dann haben wir den Modus. Wir versuchen mal Slalom. Okay, Slalom. Slalom-Modus. Springe zwischen den schwebenden Robotern-Toren hin und her. Du erhältst einen Punkt für jedes Tor, das du passierst. Okay. Mal sehen, wie es wird. Zack. Haben wir es bekommen? Ja. Und jetzt gehen wir hier rein. Wir springen nicht so richtig dadurch, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir sind auch wieder durch. Sehr gut. Ist gar nicht so schwierig, da durchzukommen. Man muss ja nicht genau in der Mitte wie gerade jetzt da durch, sondern nur irgendwie so ein bisschen das Streifen. Das reicht aus. Okay, ich glaube, der andere Modus gefällt mir aber mehr. Alles kaputt machen. Das ist viel schöner, hä? Nein, Quatsch, aber ja doch. Also nicht im echten Leben, aber hier macht es mehr Spaß, wenn man alles kaputt macht. Aber mal sehen, was wir für einen Score erreichen. Also das Spiel ist gratis, ist leider mit Werbung.
Aber die Werbung ist zum Glück nicht im Spiel. Also jetzt, dass da oben so die ganze Zeit so ein nerviger Banner ist, Gott sei Dank. Sondern nur ab und zu, keine Ahnung, alle 5 Runden oder so. Und die konnte man auch skippen, also ist eigentlich ganz angenehm. Mist. Aber wir haben einen Stern bekommen, ne? Können wir jetzt das Level wechseln? Aber man braucht noch einen Stern. Okay. Aber wir machen jetzt nochmal wieder Arcade, das ist viel besser. Wir wissen jetzt vor allem auch, wie es geht. Wie war es nochmal? Wir können lang. Wenn wir lang drücken, dann springen wir viel weiter. Ups. Ich habe fast mein Handy runtergeworfen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ups. Aber ist alles nochmal gut gegangen. So. Wir gehen nochmal gleich in den Tauchmodus, um zu gucken nochmal, wie es genau geht. Tauchen! Mist. Okay, ich hab's gefailt. Wir machen es jetzt genau hier. Nö, hier? Nö. Hier? Müssen wir dicker werden? Tauchen! Okay. Da haben wir es geschafft. Man darf nur nicht auf den Boden kommen, auch wenn man taucht. Oh! Fast gestorben. Ich sollte nicht auf den Tauchknopf drücken. Lass uns lieber erstmal fetter werden. Genau so. Und dann sammeln wir jetzt genug Punkte. Damn, Val. Du bist gut. What the fuck? Du bist mir ein bisschen zu dick jetzt. Oh oh. Oh oh. No, mein armer Drache. Val. Val, kein Drache. Ich weiß, wie ein Drache aussieht. Okay. Das ist gefährlich, wenn man so fett ist, ja? Auch im echten Leben. Man muss ganz genau aufpassen, dass man irgendwo stecken bleibt oder auf der Straße liegen bleibt. Los, Val. Mach alle kaputt. Nice. Schön die Aliens. So, und jetzt hier die. Bam. Und bam, bam, bam. Yes. Hier die Diamanten. Hier die Diamanten. Und das einsammeln. Jetzt sind wir ganz klein. Und jetzt werden wir wieder groß. Okay. Also das eine ist immer so, die Größe verändern. Schade. Ich habe gedacht, die kommen noch irgendwie hochgerutscht, die Aliens, dass man die noch kaputt machen kann. Dafür gibt es nur Punkte und die Diamanten sind quasi die Währung, die man braucht, um irgendwas im Shop zu kaufen, ne? Und da oben haben wir so einen Fotomodus. Ich glaube, das bringt aber gar nichts. Das macht einfach nur so ein Foto random. Mal weiter. Val, zeig mal, was du drauf hast. Wir waren eben, glaube ich, sogar in Zone 2, ja? Müssen wir darauf achten. Das ist jetzt hier Zone 1. Bam. Schön kaputt machen. Bam. Das war, glaube ich, gut. Die haben wir alle eingesammelt. Und wenn wir jetzt hier runter wollen, dann müssen wir den Tauchmodus aktivieren. Aber wir dürfen nicht auf der Straße liegen bleiben. Sonst sind wir direkt tot. Uh-oh. Heaven, passt schön auf. Ich bleib lieber mal auf den Dächern. Ansonsten sterben wir zu schnell. Oder? Sollen wir einmal runtergehen? Oh, das war knapp, aber wir haben das Dach sogar kaputt gemacht und sind direkt gestorben. Ich sollte es lassen. Ich sollte es lassen. Einfach spielen. Bam! Oh nein, sorry. Bam! Tot. Ich bin so ein Idiot. Ah, es macht Spaß, wenn man die Häuser kaputt macht. Okay, wir geben uns jetzt Mühe. So, zack, kaputt. 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 Und hier die. Bam. Sehr gut. Und hier die Diamanten. Sehr gut. Und jetzt hier hoch. Und da ist so ein Teil. Was ist das denn? Das war aber jetzt ganz anderes jetzt. Das war so ein pinkes Dreieck. Die weißen Dreiecke, das hier macht uns ja größer oder kleiner. Aber was hat dieses pinke Dreieck da gemacht? Das würde mich interessieren. Das sah so aus, als würde man, als hätten wir 1 von 4 gesammelt. Und wir sind wieder gestorben. Und die Werbung kam gar nicht mehr. Wow. Stell dich mal vor, so ein Wal, der einfach so über die Dächer springt. Gar nicht creepy oder so. Wäre schon merkwürdig. Das Schlimmste wäre, wenn man dann in diesem Gebäude drin ist, was der platt macht. Einfach so. Pff, tot. Tot. Tot durch Wal. Wäre auch mal ein guter Grund. Okay, runter. Das war gut. Das war gut. Da haben wir wieder eins gesammelt. Nice. Jetzt läuft's gerade gut. Wir dürfen nur nicht auf den Boden kommen. Bitte, Val. Reiß dich zusammen. Ich glaube, ich mag es lieber, wenn der dünn ist. Sonst machen wir alle Gebäude kaputt. Und haben irgendwie nichts mehr so zum Landen. Da ist wieder so ein Teil. Nein, nicht noch fetter. Ah. Val. Reiß dich zusammen. Okay, wir sind wieder ein bisschen kleiner. Wir müssen gut hier landen. Okay, alles gut. Zone 2. Jetzt geht's weiter. Oh wow, das sind ganz dicke Dinger. Das war knapp. Nein, nicht so dick. Junge. Warum? Oh oh. Bam. Bam. Perfekt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Nein.
Ah, wir haben einen Stern bekommen. Yes. Neues Spiel. Können wir jetzt... USA! Yes! Amazing. Wartet ganz kurz, auf meinem PC ist irgendwas. Okay, weiter geht's. Machen wir jetzt mal USA. Mal sehen, was da... Ob ich einen Unterschied merke. Ein bisschen. Cool, die Dinger da. Was? Greifen die mich an? The fuck? Was war denn das da gerade? Oh oh. Direkt gestorben. Warte, nochmal versuchen. Was war denn das? Machen die mich kaputt? Oder kann ich die kaputt machen? Wahrscheinlich, ja. Bam! Sehr gut. Und da jetzt hier, bam. Oh, wir fliegen zu hoch gerade. Wir sind so dünn. Wir sind so leicht. Wir können alle... Oh. Wir können alles platt machen und sind direkt auf der Straße. Keine Werbung mehr, wow. Das war so lustig, wie ich beim ersten Mal direkt gestorben bin, weil ich nicht wusste, dass man springen sollte. Und ich starb noch einmal an den gleichen Stellen. Heaven lernt und stirbt an der gleichen Stelle. Bam! Bam! Oh oh. Bam! Bam! Was ist das da? Oh oh. Aber das ist wieder so ein grünes Teil. Bam! Die machen mir Angst. Aber ich glaube, die können mir gar nichts anhaben, hä? Nein! Ich Idiot! Was springe ich denn da so runter? Man darf nur leicht antippen, sonst stirbt man sofort, wenn man auf der Straße landet. Das will ich aber haben. Mist. Knapp daneben. Bam! Oh oh. Hä? Da kann man gar nicht. Dann kann man wahrscheinlich nur durch diese Tore durch und das gibt vielleicht extra Punkte oder so. Tot. No Wahl! Ah. Aber das Spiel macht irgendwie Spaß. Ist so schön für zwischendurch. Um Aggression abzubauen. Einfach Gebäude mit einem Wal zerstören. Erlebt man nicht alle Tage. Ich glaube, das Spiel ist sogar schon älter. Aber es hat mir einer in den Kommentaren vorgeschlagen. Vor bestimmt einem halben Jahr oder so. Nein, nicht so lang. Wahrscheinlich 2, 3, 4 Monate oder so. Ja. Ich habe hier total viele Spiele auf dem Handy, die ich alle testen will. Quasi schon fast für Dezember nächsten Jahr. Wenn ich jede Woche einen Let's Test aufnehme, habe ich sehr viele Wochen. Nein, nicht Dezember, aber schon sehr viele Wochen habe ich schon im Voraus dann bei Spielen. Aber wenn ihr irgendein Spiel habt, das ich testen soll, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin offen für neue Apps. Ich freue mich immer. Ich liebe diese Let's Test Serie, weil man da mal andere Spiele sieht als die alltäglichen, immer mal was anderes. Zum Glück sind wir wieder dünner geworden, wurde gerade nämlich schon so ein bisschen brenzlig. Und ja, man kann da wirklich durch diese Tore da. Nein! Oh, mein armer Wal. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ich fand's cool. Lasst mich wissen, wie ihr dieses Spiel fandet. Also ich finde auf jeden Fall Arcade oder Arcade viel besser als Slalom. Und USA und Japan haben sich jetzt nicht so wirklich voneinander unterschieden. Aber ist eigentlich ganz cool. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Test Video wieder. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einfach ein Like da, wie bei jedem Let's Test. Und schlagt irgendwelche Spiele vor. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.